Also als erstes möchte ich Ihnen zeigen heute, wie man Knoten außerhalb der Grafik referenzieren kann. Also bisher haben wir immer die Situation gehabt, wir haben so ein Tix-Picture-Environment gehabt und in dem Environment können Sie zeichnen, Sie können Knoten haben, Sie können auf die Knoten zugreifen und so weiter. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, das hatte ich ja am Anfang schon mal angekündigt, ist, man kann erstmal sozusagen aus dem Bild rauszeichnen und man kann halt auch auf Punkte innerhalb der Seite, die gar nicht in der Grafik sind, zugreifen. Seite ist natürlich so ein Konzept, was nicht so ganz klar ist. Also wenn Sie ein PDF ausgeben, ist klar, was mit einer Seite gemeint ist. Es gibt aber verschiedene Output-Layer. Wir werden zum Schluss noch sehen, dass man auch zum Beispiel in SVG ausgeben kann. Und ob das funktioniert, was ich Ihnen jetzt zeige, hängt natürlich davon ab, was für ein Output Sie haben. Also solange Sie nur ein PDF ausgeben, geht es immer. Wenn Sie aber auf ein anderes Medium ausgeben wollen, geht das eventuell nicht. Okay, wir fangen mal an. Ich füge hier mal ein bisschen größeren Text ein, damit wir auch ein bisschen Text haben. So, das ist jetzt erstmal, da ist noch gar kein Bild überhaupt vorhanden, sondern wir haben einfach Text hier. Und jetzt möchte ich ein Wort des Textes, auf das ich später zugreifen möchte, durch ein Tix-Bild ersetzen. Das kennen wir ja im Prinzip. Man kann ja eine Note machen, in der Text drin ist. Wir werden gleich sehen, das braucht so ein bisschen zurechtruckeln, aber prinzipiell ist das nicht schlimm. Also ich nehme mal dieses Wort Ungeziefer hier. Wir wissen schon, am Ende muss immer ein Semikolon stehen und jetzt könnte ich davor schreiben einfach Tix. Das ist ja die Kurzform von unserem Environment, damit ich nicht so viel schreiben muss. Und dann sage ich Note. Das ist eigentlich schon alles, was ich brauche. Ich gebe dem Ding gleich mal einen Namen, weil ich da später darauf zugreifen will. Wir werden sehen, dass das so noch nicht ganz funktioniert, aber das ist schon mal ein ganz guter erster Schritt. Und jetzt sehen Sie, dass das nicht so schön ist, weil das da so rausragt. Erster Punkt, den man braucht, ist, wir hatten ganz am Anfang mal drüber gesprochen, die Bilder, die von Tix in den Text eingesetzt werden, werden im Prinzip behandelt wie Wörter. Und ich hatte Ihnen gesagt, Wörter haben eine Tiefe und eine Höhe und das sind Boxes und so. Was ich auch nebenbei erwähnt hatte, ist, dass Wörter eine sogenannte Baseline haben. Das heißt, dass Wörter in so einem Text, wenn wir uns den anschauen, alle so aufgereiht sind wie die Hühner auf der Stange, liegt daran, dass die Buchstaben alle auf ihrer Baseline sitzen. Und Sie müssen jetzt explizit dem Tix-Bild sagen, dass das Tix-Bild dieselbe Baseline haben soll wie die Node, die da drin sitzt. Das ist aber nicht schwer, man muss es nur sagen. Die Option ist, dass Sie dem gesamten Bild sagen, deine Baseline soll nicht wie üblich der Punkt 0,0 sein, sondern deine Baseline soll sein die Baseline von diesem Node. Die kann nämlich automatisch ausgerechnet werden. Das heißt, die sagen Base. Und jetzt sehen wir, dass das zumindest schon mal auf der richtigen Höhe sitzt. Aber wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass links und rechts noch ein bisschen zu viel Platz ist. Und auch, dass die ersten drei Zeilen zu viel Abstand voneinander haben. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Genau. Als wir über die Nodes gesprochen haben, haben wir gesehen, dass es bei den Nodes auch gewisse Abmessungen gibt. Und die hier relevant ist, ist die sogenannte Inner Separation, die ich natürlich in diesem Fall nicht haben will. Die könnte ich jetzt auch sichtbar machen, indem ich da einen Rahmen drum zeichne. Ich nehme die aber einfach mal weg. Das heißt, bei der Node muss ich sagen, dass die Inner Sep 0 mm sein soll. Wenn ich mir das jetzt angucke, ist das von normalem Text nicht mehr zu unterscheiden. Das Einzige, was jetzt anders ist, ist, dass wir wissen, dass dieses eine Wort da oben ein Bild ist. Und dass dieses Bild einen Namen hat, also dass in dem Bild ein Knoten drin ist und dieser Knoten einen Namen hat. Damit wir damit später was anfangen können, müssen wir jetzt noch eine Sache machen. Wir müssen Tix sagen, dass wir später mal von außen auf diesen Knoten zugreifen wollen. Dafür müssen wir Tix die Option übergeben, Remember Picture. Sie werden sehen, wenn Sie kompilieren, und da taucht irgendwo Remember Picture auf, dass Sie im Allgemeinen immer zwei Läufe brauchen. Die meisten Einrichtungen, also je nachdem, wie Sie Tech installiert haben, werden das automatisch für Sie machen. Das merken Sie gar nicht. Aber er muss immer zweimal durchlaufen, weil er es einmal zeichnet und dann sich sozusagen merkt, wo das Bild ist. Und dann kann man erst später darauf zugreifen. Hier hat sich nichts geändert. Wir haben das Ding jetzt nur. So, und jetzt kann ich damit anfangen, in dem Bild rumzumalen. Wir vergessen dieses Ungezieferwort erstmal wieder. Ich möchte jetzt erstmal einfach nur irgendwo was hinmalen und zwar über den Text rüber. Dafür mache ich hier unten ein neues Tix-Picture, so wie wir das bisher auch immer gemacht haben. Und
schreibe da was rein, und zwar zeichne ich irgendwas. Ich schreibe mal, was habe ich mir als Beispiel genommen? Dicke Linie, orange, ein bisschen durchsichtig. Und das soll ein Kreis sein mit 2 cm Durchmesser. Soweit ist das alles noch ganz normal. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich halt einfach einen Kreis bekommen mit 2 cm Durchmesser, der zwischen diesen beiden Absätzen sitzt. Ich möchte aber, dass der auf dem Bild sitzt. Dafür muss ich verschiedene Sachen machen. Ich muss Ticks die Option geben, Overlay. Das ist sozusagen die Erlaubnis, über das Bild drüber zu zeichnen. Das können Sie sich auch so vorstellen, dass er zeichnet, aber die Bounding Box auf 0 gesetzt wird. Das heißt, die Zeichnung wird zwar gemacht, aber er tut so, als wäre die, hätte die Box keine Dimension. Das heißt, sie wird genau da hingesetzt, wo sie hin soll. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, wenn diese Box keine Dimension hat, wo die eigentlich sein soll. Ich habe ja auch noch gar nicht gesagt, wo der Mittelpunkt des Kreises ist. Das muss ich hier ja angeben. Dafür gibt es eine spezielle Note, und zwar die ganze Seite, also in diesem Fall zum Beispiel unser quergelegtes A6-Papier, ist aus der Sicht von Ticks auch ein Knoten, ein rechteckiger Knoten. Und dieser Knoten heißt Current Page. Und dieser Knoten hat, genau wie die Knoten, die wir letztes Mal kennengelernt haben, auch Anker. Das heißt, er hat sowas wie East und West und so weiter. Und natürlich hat er auch einen Anker Center. Das heißt, wenn ich das so mache, dann wird das im Mittelpunkt der aktuellen Seite gezeichnet. Und weil ich Overlay gesagt habe, nimmt es keinen Platz ein. Und was ich ihm jetzt noch sagen muss, ist, das ist auch wieder ein technischer Grund, so wie oben. Ich muss außerdem auch nochmal Remember Picture sagen, weil er dafür auch 2 Durchläufe braucht. Er muss erstmal feststellen, wo die Mitte der Seite überhaupt ist. Und dann kann er danach sozusagen erst malen. Das ist dann aber eigentlich alles, was ich brauche. Mal hoffen, dass ich alles richtig gemacht habe. Und Sie sehen, Sie haben vielleicht ganz kurz gesehen, dass erstmal der Kreis oben rechts war. Das war der eine Durchlauf, also wo er sozusagen erstmal vermessen musste. Aber jetzt, im zweiten Durchlauf, ist der Text wie vorher und ich habe ihn über das Bild einfach rüber gemalt. Also es ist ein Bild, was gemalt wird, was aber so tut, als hätte es keine Größe. Und ich konnte das mit Hilfe von diesem Current Page Knoten positionieren. Nochmal ein zweites Beispiel. Es gibt halt auch andere Anker. Normalerweise wollen Sie nicht einfach in die Mitte irgendwas hinmalen. Machen wir darunter nochmal ein kleines Bild. Ich klaue das gleich mal von hier oben. Also das sieht genauso aus und jetzt setze ich mal woanders was hin. Das heißt, ich mache hier mal eine Note mit blauem Text, rechtwinklig. Die soll gelb gefüllt werden, das jetzt nur, damit es ein bisschen hübsch aussieht. Und positioniert werden soll sie rechts oben von, ja von was, das muss ich jetzt sagen, Add. Jetzt nehme ich wieder Current Page, aber jetzt nehme ich mal den Anker links unten, also Südwesten. Ja. Dieses Remember Page, das Remember Picture, das ist geschafft nur ein Name für das, so wie ein Tag? Oder inwiefern, wie ist da die Syntax genau? Nee, Remember Picture heißt, dass, also Sie brauchen das im Prinzip für, sagen wir mal, als Faustregel für 2 Dinge. Sie brauchen das, wenn Sie auf Knoten zugreifen wollen, die außerhalb des aktuellen Bildes sind. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Oder beziehungsweise das brauchen Sie hier schon, weil Current Page Center ist ein Knoten, der außerhalb des Bildes ist. Ja? Also einmal brauchen Sie es in Bildern, die auf Knoten zugreifen, die nicht in dem Bild selbst sind. Und umgekehrt brauchen Sie es in Bildern, die Knoten bereitstellen, auf die andere Bilder vielleicht zugreifen wollen. Also immer, wenn Sie zwischen 2 Bildern kommunizieren wollen. Und die ganze Page ist selbst auch ein Picture aus Ticks Sicht. Dann müssen Sie die Option Remember Picture angeben, weil er dafür noch einen extra Lauf machen muss, um das sozusagen alles zu vermessen. Es ist im Prinzip nicht von Schaden und kostet auch nicht besonders viel Kompilierungszeit, wenn Sie LaTeX die Option übergeben, einfach bei jedem Bild die Option Remember Picture zu machen. Dann müssen Sie nicht dran denken. In den meisten Fällen brauchen Sie es aber nicht. Sie wissen ja, dass wir das die ganzen Wochen bisher nie gebraucht haben. Nur in solchen Fällen, wo Sie zwischen verschiedenen Bildern zugreifen wollen. Okay, also ich möchte das positionieren, Current Page Southwest, also links unten. Und links unten
Above right, das Ding soll also aus dieser links unten Ecke so weit rausgeschoben werden, dass man sehen kann, werden wir gleich sehen. Und dem Ding gebe ich auch einen Namen für später. Sagen wir mal, das heißt H. Und weil das ja eine Node ist, muss sie natürlich auch irgendwas haben. Also schreibe ich jetzt mal irgendwas mit kleinen Buchstaben. Hallo. So, und das lassen wir es jetzt mal zeichnen. Hier sehen Sie wieder, wie das kurz hüpft. Und da ist es jetzt richtig. Da ist es jetzt also im Südwesten positioniert. Das ist meine Node. Jetzt habe ich zwei Knoten in zwei verschiedenen Bildern. Einmal habe ich unten links den Knoten, der da Hallo sagt, und den habe ich H genannt. Und ich habe oben rechts mein Wort Ungeziefer, was mit dem bloßen Auge gar nicht als Bild erkennbar ist. Da ist ein Knoten drin, der U heißt. Weil ich die beide benamst habe und weil beide Environments die Option Remember Picture verwenden, kann ich von beiden Environments auf diese Knoten zugreifen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel einfach Folgendes machen. Ich kann hier noch einen weiteren Befehl einführen und sagen, ziehe eine dicke rote Linie mit einem Pfeil am Ende von dem Knoten H, und zwar von der oberen rechten Ecke, zum Knoten U, zu dem Ungezieferwort da oben, der in einem anderen Bild sitzt. Und dann kriegen Sie das.